Hey, Security! Ja, deiner kein Ticket! Alter, Hasselmann, komm! Komm auf, komm auf, komm auf, komm auf, let's go! Alter, das ist nicht drauf mit dem Drill! Oh, ich wollte nicht hören. Geh aus dem Drill, Baby! Yeah. Was geht? Wir sind hier, es ist Sonntag, mein Camp fängt an, es ist endlich hier. Alright, wir parken jetzt und dann gehen wir rein, let's go. Ey, renn von 110 wie ein Katsu. Ich hab keine Pussy, Boy. Ey, extra Gesicht, Alter, die kosten 100 Euro morgen, Alter. Da schreibt sie 100 Euro, nicht 200. Amo. Alright. Hab's rein. Oh, okay. Noch ein Stück rein. Du hast mich auf Instagram gepostet. Echt? Hammer. Alright, wir sehen uns raus. Danke, danke. Aus dem Auto, wir machen jetzt Bilder mit den Positionsgruppen. Welche Position haben wir hier? Wide Receiver. U16 und U16. Alright, let's go, Jungs. Here we go. Ihr müsst euch ranhalten, ihr beide. Tschüss, ihr seid die Größten. Ey, könnt ihr euch auch freuen, Knie? Go Pets Crew ist gerade gekommen. Ihr seid von wo angereist? Also ich bin aus Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd. Pfalz. Pfalz. München. Und Chef ist von wo? Chef Dennis ist aus Berlin. Berlin. Aus Berlin angereist und haben mir hier die Ehrenmitgliedschaft in der Go Pets Crew Germany gegeben. Also vielen Dank dafür. Dankeschön. 3700 Bromantiker waren noch. Was geht, Bromance? Was erwartet uns heute? Uns erwartet ein Tag voller Competition, Practices. 250 Kids hier am Start. Wir haben Coaches. Björn ist am Start. Chris ist am Start. Du bist am Start. Philipp ist auch wieder hier. Und ja, ich bin gespannt, wenn wir jetzt mal losgehen können. Ich wurde gerade ein bisschen gerusht von den Medien, aber ich denke, wenn das Football anfängt, dann bin ich hier draußen, dann seht ihr Coach Johnson Modus. So, das ist mein Coach Look. Ich brauche noch eine, Pfeife. Alright, es ist jetzt 9.30 Uhr. Wir sind gerade kurz aufs Feld gegangen, da sind schon so viele Leute. Wir haben schon einen Haufen Bilder gemacht. Die ganzen Medienleute sind da, ist crazy gewesen. Ich hatte noch gar nicht meine Cleats an. Darum ziehe ich jetzt erstmal hier die ganz neuen freshen Adi Zero in Gold an. Und dann geht's raus und ich glaube, das Ganze fängt erstmal an jetzt für mich mit noch mehr weiter Bilder machen und dann haben wir die ersten Drills um 11. Danach Mittagspause und dann die Competitive Drills mit den ganzen Jungs. Ich bin mal gespannt, wenn wir sonst noch so sehen. Esala kommt, Bader kommt, Björn ist schon hier, Icke ist am Start, Sami ist am Start. Also es ist echt ein Football-Turn-Up, ein Football-Event hier, wie es glaube ich in Deutschland selten gab und ich bin gespannt auf den Tag. Coach Johnson Modus. Let's go. Mein Name ist Dick Wenzelburger. Ich spiele für Stuttgart Search Safety. Und heute sind wir auf Jakobs Football Camp in Ludwigsburg. Ja, auf jeden Fall. Wir als junge Sportler konnten uns nie vorstellen, dass die NFL mal zu uns kommt. Ja, wir haben immer gedacht, wir müssen zur NFL gehen. Und ich denke, es zeigt, wie sehr der Sport gewachsen ist. Und ich bin sehr gespannt, wie die deutschen Fans, wie das Ganze wird. Die erste Frage ist, wo gehst du jetzt als erstes hin, wenn du in Stuttgart ankommst? Mein erster Stopp ist normalerweise immer eine Bäckerei. Ja, in den USA, die haben echt keine Ahnung von Brötchen, Brezeln und Brot. Das heißt, mein erster Stopp ist normalerweise Bäcker auf dem Weg nach Hause, direkt vom Flughafen und erstmal was essen. Ganz wichtige Frage, auch Linsen mit oder ohne Essig? Mit Essig, safe, Apfelessig, ja, muss. Noch eine Frage von meiner Seite. Natürlich. Was ist jetzt so heute deine Hauptaufgabe hier? Einfach zu repräsentieren oder auch den Jungs noch ein paar Tipps und Tricks und was aus der NFL erzählen? Nee, also ich werde schon richtig auf dem Feld sein und coachen. Ich bin mit der Offense natürlich mehr involviert. Ich habe mir für die Defense Hilfe geholt. Ich habe drei andere deutsche Jungs dabei, die auch in der NFL spielen, die Defense handeln werden. David Bader, Chris Isala und Marcel Darbo wird später hier hoffentlich auch noch sein.
bin auch eine Weile hier. Ja. Super, du hast ja früher gespielt, gell? Ja, in der Jugend, bei den Herren auch, ja? Genau. Also, du hast genau. Ja, genau. Tibian. Tibian. Björn. B-J-Ö-R-N. N. Und einmal für Sami bitte noch. Okay, einmal für Sami noch. Okay, mit Herzchen. Okay, einmal für Sami. Was bedeutet euch das? Sehr viel. Ich werde das einrahmen und ich werde das immer. Dass wir auch heute hier sein dürfen. Und sehen. Sami. Ein großes Herz bitte. Oh, er macht. Oh, Alter. Ein großes Herz für mich. Natürlich, auf dem I. Auf dem I muss das Herz drauf. Alles klar, Bro. Alles klar. Danke fürs Kommen. Alles gut? Ja, wie geht's dir? Alles gut? Guck mal. Das ist der beste Fotoball, wow, den man haben kann. Boah. Die Gewinner des Camps jetzt schon. Warte, schön. Mehr wert als Geld, das Autogramm. Hier ist ein Running mit Kevin, ein Bild mit dir. Sagt ihr dir was? Ja, los, Alter. Fanbild. Spieler. Wir machen ein Bild, komm. Spieler. Da lachen wir ohne über den Spieler, Giacomo De Paoli. Er hat sich sehr gut gemacht bei seinem ersten Camp und Leute waren sehr impressed. Die Coaches waren sehr, sehr glücklich. Werden wir schauen, dass es noch ein bisschen glücklicher wird. Was soll man machen? Ja. Jakob, ich danke dir, dass ich hier bei deinem Camp da sein darf. Das ist wunderschön. Da wird Schönes organisiert. Ich weiß, der Hanselmann ist und der Andi sind ja auch alle involviert. Sehr, sehr schön organisiert bis jetzt. Ich freue mich auf einen wunderschönen Tag mit vielen Football-Fans. Das ist ja ein richtiges Meet and Greet hier. Also wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre so einfach nur die Eltern, aber es sind schon ein paar Fans hier. Also, mach's gut. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Oh, hast du zwei Autogramme? Ey, JJ, was geht? Danke für die Einladung, dass ich hier sein kann. Richtig cool. Cooles Event. Ey, das weißt du, jedes Jahr ist ein neues Druck. Muss jetzt jedes Jahr besser werden, größer, mehrmals und so weiter. Du weißt Bescheid. Du machst so einen guten Pass-Rush, dann geht eine Lücke auf. Weißt du, dann setzt du da rein und kommt. Ich hatte 2019, 62 Receptions. Nein. Weil dieser Shuffle-Screen ein Catch ist und kein Run. Ach so, das zählt das. Ja. Ja. Dann hat sich das so oft gemacht. Ja. Das ist immer klar, warum nicht. Mein Bruder, du weißt, ich liebe dich überall. Überall jetzt, ich küsse deine Stirn. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf und wie ihr alle wisst, ist Football Family und das Camp heute wird riesen Spaß. Und, you know, das ist einfach ein schönes Ding und es ist schön dabei zu sein und ich bin einfach nur happy. Also, und die Musik ist auch geil und deswegen kann ich da auch richtig gut mitmachen. Kannst gut mitbleiben hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, yeah. Also er coache D-Line, ich coache Linebacker, Schifermi, D und. Ja, wir müssen jetzt rüber, weil uns wurde eine kleine Ansage gemacht, schnell, deswegen... Let's go, viel Spaß! Let's go! Wir Receiver, wir bieten heute die Cornerbacks all day long. All day! One Receiver! Let's go, let's go! Was coachst du? Offensive Line, die ganze Unit! Let's go! Ich bin Niklas, ich bin 17 Jahre alt, spiele in Weinheim. Ich bin heute bei den Receivern in der U19. Ich versuche heute einfach zu zeigen, was ich kann, alles zu geben und einfach besser zu werden. Ja, ich bin Thies, ich komme aus Bremerhaven, spiele bei den Seahawks. Ich bin 17 Jahre alt, bin natürlich auch ein Receiver und ich versuche heute den MVP zu gewinnen. Wenn die zwei Jungs was Falsches sagen, sind aus Bayern. Okay. Hey, Bayern, du brauchst gar nicht anzufangen! Bitte hör auf! Ist die Education bitte, nicht so bitte, hoch, okay? Hey, nicht so hoch, das war doch ein Ich sehe das Schild, Bavü. Yeah. 5 Meter später wurde ich geblitzt, okay? Natürlich! Natürlich! Wir haben ganz viele Trainer da, die wissen, was sie tun, die euch helfen und euch ganz viel beibringen. Und damit ich jetzt zu lange rede, wünsche ich euch allen einen super Tag. Es gibt nichts Geileres als American Football. Ich mache das seit über 40 Jahren. Es gibt nichts Besseres, Leute. Das ist sehr spannend. Wir wollen Jungs wie euch den Weg in die USA leichter machen. Das ist das erste Camp. Wir werden versuchen, jedes Jahr 2-3 Jungs zu finden, die wir supporten können, denen wir bei dem Weg in die USA helfen können oder bei dem Weg in die CFL oder jede andere professionelle Liga, including die ELF. Be coachable, nehmt die ganzen Coaching Points der Coaches mit. Wir haben extra ein paar Jungs aus der NFL eingeflogen, aus der CFL eingeflogen, damit die ihr Wissen weitergeben können. Be respectful mit den anderen Jungs, die hier im Camp sind, mit den Coaches und compete. Ja, am Ende des Tages haben wir am Ende eine Competition, wir haben One-on-Ones, wir haben Seven-on-Sevens.
Wir geben euch die Chance, euer Können zu zeigen, dass ihr jetzt im ersten Training mitnehmt. Nichts macht mehr Spaß als gewinnen. Nichts macht mehr Spaß als Football spielen. Let's have a good day. Alright, let's go. Let's go! Das ist der beste Teamsport, den es gibt. Team auf drei. Wir sind eine Mannschaft heute. Ein Team. Team on three. Team on three. One, two, three. Team! Jacko, es geht, Bro. Du bist noch eine Weile hier. Ja, ja. Ich hab dein Handy auch schon. Weißt du, okay, danke, Bro. Rhythmusgefühl, alle mit klatschen! Yeah! So, jetzt, wir haben den ganzen Medienquatsch hinter uns. Warm-up hat angefangen. Ich bin super gespannt. Die Jungs und Mädels hier draußen sehen echt gut aus. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Rhythmusgefühl beim Klatschen, aber es wird so langsam besser. Hier ist die Offense, das ist das offensive Feld. Wir machen uns hier gerade warm. Das erste Practice ist jetzt erstmal nur für den Install und ein bisschen Skill Drills, Individuals geplant. Und dann am Ende nach der Mittagspause treffen wir uns im Stadion für die Competitive Drills. Let's have a day, man. Ciao. Das hilft dich, Mann. Yeah. Als Kind, du hast so die Welt für dich, weißt du, Mann? Ich bin hier, kennst du schon, ab dem Nationalspieler Deutschland. Andreas Amundsen war, ist nicht mehr Headcoach von Hamburg, aber letztes Jahr Hamburg Sea Devils Headcoach. Mein Name ist Jürgen Rossmitt, ich bin bloß Offensive Line Trainer von den Sea Devils. Aber das ist ja. Stance, Balance, bisschen groß, Füße unter euren Hüften. There we go. Guck auf die Hand ein bisschen. Ready? Let's go! Okay, tief bleiben. Ready? Arme durchgedrückt, Arme auf den Knien. So. There we go. Down! Set, hit! Oh! Down! Set, hit! First, jump cut! There we go! Finish! Beiden Händen hinten, okay? Set, go! Und auf! Und auf! Augen waren aber auch wieder zu früh weg, ne? Deswegen hast du nochmal gebabbelt. Set, go! Auf! Komm! Hast du, ja. Also ganz locker gerade auslaufen und der Ball kommt über den Kopf und dann könnt ihr schon so reinfangen. Okay, let's go. Auf geht's. Da auf die 35 bitte. Jemin Hamiko. Ich heiße Jamie. Florian Schwoll. U19, okay. Wie heißt ihr? Dich haben wir schon. Wie heißt du? Janek. Malte. Niklas. Hatten wir schon, gell? Hatten wir schon. Let's go. Let's go. Erster Catch ist drin. Competition im Stadion wird gut. Auf jeden Fall, ich hoffe, ne? Gutes Training. Sind gute Leute hier. Wird gut. Machen die da und sind die bei dir. Und dann stehst du da und kannst nur noch so. Go! Die Stimmung auf dem Feld ist wunderschön hier.
mit Musik im Hintergrund, geil. Menge Kids, gut organisiert, Menge Coaches. Das ist wichtig, wenn du so viele Kids hast, dass keiner rumsteht. Ihr fangt an, ist euer Quarterback hier. Ihr seid neben dem Quarterback, guter Stance. Vor euch wird die O-Line sein, ja? Ihr kommt. Ja, vor diesem Gelben. Das hier ist der letzte O-Liner. Ready, set, hop! There you go, there you go. Alright, catch it. Come on. Funktioniert gerade schon bloß noch. Das, warte mal, guck mal, ich habe eine coole Brille im Leben. Ja, für das Interview mit Jakob, hat mir die Brille von meinem Leben. Muss er. Er ist noch im Hintergrund. Habt ihr ihn, ne? Okay, warte mal. Stop! Hi, danke, dass wir hier sind. Coach, ist gut Job. Blast für die Energy sehen. Die Offense gewinnt die Drills später. Hier diagonal, hier raus, hier kriegt ihr den Ball. Oh, there we go. Am Anfang. Jawohl! Oh. Jawohl! Do like a chip trail or something, okay. And then maybe you guys work on a deep route. Let's get I'll work the short route. You guys work a deep route. Okay, we'll work the corner over there. Phil, der Kameramann war die ganze Zeit jetzt hier bei der Offense unterwegs. Wir arbeiten hier gut, aber wir gehen jetzt ein bisschen in die Spielzüge. Ich will, dass du jetzt auf das Defensive Field gehst und bei Bader und Chris mal ein bisschen spionierst und mir dann sagst, was für Zonen die laufen und so weiter. Also geh mal darüber filmen und wir sehen uns später. Ja, right? Yeah, wir warten bis nachher und dann gucken wir, was die Defense macht. Ready, go! Ja. Oh no! Schneller! Oh. Wir machen mal unseren normalen Re-Step zur Seite hin. Ja? Das heißt, wenn ich auf die Seite steppe, steppt ihr mal in dieselbe Richtung wie ich. Ja? Das heißt, wenn ich den hier mache, macht ihr mal das Gleiche. Hey, 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 ihr werdet es sehen. Also, habt ihr ein paar Dogs hier? Wir bestehen auf Dogs. Big Dog Energy. Wir gehen mal in unsere Linebacker-Stelle. Macht mal den normalen Two-Point-Stelle. 10 Personal bedeutet, wir haben einen Running Back und keinen Tight End. Okay, 1-0. Ein Running Back, 0 Tight End. Was ist 11 Personal? Ein Running Back, ein Tight End. Okay? Bring immer die Personalgruppe zählen. 10 Personal, ein Running Back, kein Tight End. Okay? Und damit arbeiten wir heute erstmal. Ja? 2x2-Formation, das heißt, wir haben 2 Receiver hier, 2 Receiver da. Mike, 10, Strong Side. Okay? Weil A-Gap ist offen bei der Strong Side. 5er Technik heißt, wir stellen uns auf die Outside Shoulder von dem Offensive Tackle auf. Okay? 3er Technik ist Outside Shoulder von dem Outside. Okay? Das ist deine Herz der Mannschaft, ey. Okay, good. Hey, dann geht doch mal. Hey, wir haben hier die beste D-Line. Pass auf, es wird heute heiß. Es wird heute heiß. Competition. Es ist egal. One-on-one, O-Line, D-Line. Alles. Jeder Rap wird gewonnen von der Defense. Natürlich von Schwarz. Sehen uns. Besser in den Mann reinkommt. Okay? Das heißt, wir haben einen Six-Inch-Step gemacht. Ja? Wir haben Hüftarbeit gemacht. Wir sind mit den Händen reingekommen und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen weiterentwickeln, okay? Wo wir ein bisschen mehr Schritt reinbringen, ein bisschen mehr Power, alles ein bisschen flüssiger. Hüfte kommt, Hände kommen, ja? Aber wir simulieren jetzt eine Spielsituation eher, wo wir wirklich in den Mann reinkommen und wir schieben für 3-4 Schritte. Und wir explodieren durch den Mann durch. Good, break, good. Good.
Das Bett ist verbunden mit dem Shuffle, dass ihr das versteht. Was ist wichtig? Wir bringen den Stance bei. Wir bringen ihn bei, wie bewegst du dich in der Stance? Pad Level, du brauchst die richtige Bass. Und wie bewegst du dich raus? Was wir denen zeigen wollen und beibringen wollen, wie wichtig es ist, aus dieser Position raus zu explodieren. Ob es nach links, nach rechts, ein Shuffle oder Forward ist. Und deswegen ist die Bass wichtig. Und deswegen haben wir hier die Drills gehabt und zeigen die Grundbasics, dein Stance. Und haben die sehr gut gemacht. Ey, so eine Ansage wie vorhin, lass dich nicht auf mir sitzen. Die Defense, wir sind Dog. Wir sehen uns auf dem Feld. Let's go. Das klingt nach typischem Gerede von Chris, ja, ein bisschen Dogs und so weiter. Wir machen hier Qualität, Offense-Arbeit, Maßarbeit. Coach Hanselmann ist am Start. Schau mal, schau dir dieses Play an, ja. Die Jungs werden hier gedrillt, der Spielzug läuft, ja. Meine Running Backs sind hier hinten und laufen, arbeiten mit Brian Jackson und George Streeter an ihren Routen, ja. Die O-Line wird dicht gemacht von Ben Hur. Die haben keine Chance. There you go. Hey, but that's not the route. Das ist nicht die Route. Du verstehst die Edge-Route. Aus dem Backfield, ja? Du presst hoch. Du siehst ihn, du liest ihn. Drückst weiter, auch wenn er hier bleibt. Gehst weiter. Hier kommst du rüber, ja? Aha! Weißt du, was passieren kann? Wenn ich Verteidiger bin, ich bin so hinter dir, aha, wenn du deinen Kopf nur einmal so hier rüber schlenkerst, denke ich, dass du gehst dahin. Jetzt läufst du die Corner-Route und du bist frei. Okay. Alright? Come on. Ich kann dich ja nicht festhalten, ja? Das heißt, du musst dich vorbeilassen. Du gehst an mir vorbei, jetzt bin ich hinter dir. Schau nach vorne. Jetzt rennst du noch zwei, drei Schritte geradeaus. Bist du bei 5 Yards, das ist nicht gut. Dann gibst du hier mir ein Fake hier rüber. Ich geh hier rüber und jetzt läufst du vorne gut. Kurzes Statement zu meiner O-Line. Ja, die haben Bock auf jeden Fall. Die sind heiß. Und die werden nachher die D-Liner dominieren. Das ist ganz einfach. Also, gar keine Frage. Gerade gegen R macht jeder mal einen guten, mal einen schlechten Eindruck. Aber wir werden gleich nachher in der Competition sehen, wer wirklich Eier hat, wer wirklich Bock hat und es drauf hat und wer halt noch ein paar Trainingsstunden machen sollte. Ein berühmter Coach hat vor einem Training im New England Regen mal gesagt, dieses Wetter ist ein Geschenk Gottes. This weather is a gift from God. Wir haben ein a gift from God auf allen unseren T-Shirts drauf, weil dieses Wetter ein Geschenk ist, an deiner Mental Toughness zu arbeiten. Wenn das Wetter nicht perfekt ist, wenn es nicht immer nur 70 Grad Sonnenschein ist, musst du trotzdem einen Job machen. Nehmt das Geschenk wahr, behaltet die Füße unter euch, verletzt euch nicht. Let's keep this thing going. Zurückkommen, zurückkommen, zurückkommen. Ja, sehr gut. Und dann kommt ihr hier einfach raus und der Ball kommt. Running back, okay, okay. Wer rennt von euch am härtesten? Let's go, er, yeah, okay, er sagt, er. Doch! Vorne gelaufen? Ja. Alright, dann, I'll go take it back to the bag. Over the last 10 minutes. Get him moving, get him warmed up. Drei Schritte bitte. Bitte. Drei, nicht zwei. The linebacker is going to do a down up, right? Der macht eine Liegestütze und dann kommt er auf euch zu. Ihr wollt versuchen, den Linebacker zu pressen, seine Leverage zu pressen, make a move and make a miss. Right? Ihr habt alles durch. Ihr habt schlechtes Wetter, ihr habt gutes Wetter und ihr habt einen geilen Sport am Start. Genau so wollen wir es haben. The offense! Gewinnt jede Battle gegen die Defense heute Nachmittag. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir!
Let's go! Ey, wir kommen. Jedes Team, wir dominieren. Let's go. Ey, Offense on three, Offense on me. One, two, three. Let's go! Und ich bin dafür zuständig, dass Jakob auch seinen Pressetermin dann noch wahrkommt. Und du bist dafür zuständig, dass ich keine Akkreditierung bekomme. Ja, genau. Ja, kann ich auch nichts für. Wenn Andy das nicht druckt, dann bin ich der Letzte, der das alleine ändern kann. Dann bin ich der halt, der sich überall durchschlingelt. Ja, genau. Aber ich kann noch eine von meinen. Panini-Karten. Jetzt brauche ich noch so ein Sammelbuch mit den Stickern. Aber. Ja, ja. Okay, JJ, wie du jetzt weißt, erste Session ist vorbei. Die Jungs sind bereit, Technik noch ein bisschen dran gelernt. Wir haben sie vorhin gehypt. Das habt ihr wahrscheinlich gehört, ne? Das hat jeder hier gehört. Weil wir einfach unglaublich laut waren. So, jetzt kommt der wahre Game. Jetzt Competition. One-on-ones. O-Line gegen D-Line. Wirklich, jeder Rap. Die Offense wird untergehen. Müller sind auch auf jeden Fall von dabei für mich. Glauben Sie, der VfB packt den Klassenerhalt? Auf jeden Fall, das ist ja gar keine Frage. Was macht ihr da so zuversichtlich? Ich bin Stuttgarter und ich weiß, dass die Jungs dafür kämpfen und dann kommen die Siege danach. Hey. Ich habe gerade eben schon versucht, den Jungen wegzuschieben. Ich muss dich auch nochmal versuchen wegzuschieben. Ja, yeah, come on, Bro. Was? Nein, das ist echt. Ist schon gut Druck, ist gut Druck da, Bro. Respekt. Bisschen Anlauf, komm. Komm. Hammer, Mann. Danke, dass ihr gekommen seid, Bro. Hey, gerne, Mann. Hammer. Spendyboy, ich mache selber YouTube, ich vlog über mein Leben und ja, könnt ihr sehr gerne abchecken und das ist geil. Kann man auch gut machen, ey. Hey, Dankeschön. Danke an Spendyboy, dass du vorbeigekommen bist, hier zum Supporten beim Camp, Mann. Hat mich mega gefreut, Respekt. Mann. Wir können noch mega viel gefreut. Von deinem YouTube-Skill lernen, ja. Unser YouTube-Channel ist noch klein, aber wir arbeiten dran. Ich bin jetzt schon wieder 10 Minuten zu spät für die Competitive Drills, aber da gehen wir jetzt hin und let's go. Second practice, auf geht's. Ja, ey, Security! Security! Hier hat einer kein Ticket? Brauchst du hier? Er hat kein Ticket, Bro. Die Drills laufen schon, danach kommt die U16, dann die U19 Competition. Wir küren in jeder Altersgruppe einen MVP, Most Valuable Player. Wir haben Geschenke dabei und Goodie Bags. Und ja, let's get the second practice started. Von Hauptbühne können wir schauen. Yeah. Ich muss meinem Bruder seine Blumen geben, wenn er noch hier ist, okay? Ohne Chris hätte ich wahrscheinlich nie das Selbstvertrauen gehabt, den Weg so zu gehen, wie ich gegangen bin. Ich kann mich noch erinnern, als ich im Pathway-Programm war, die erste Woche, wir saßen da, wir wussten nicht genau, was passiert. Bade und ich, by the way, waren komplett lost. Und dann kam Chris zurück, der zu der Zeit schon ein Jahr bei den Ravens unter sich hatte. Und er hat uns nochmal Mut gemacht. Er hat gesagt, ey Jungs, ihr könnt es. Wenn ihr da kommt zu dem Team, ihr müsst euch keinen Kopf machen. Macht einfach, was ihr jetzt macht, arbeitet weiter. Da funktioniert das Ganze. Und he did his thing. Und jetzt habe ich mein Camp und er ist hier. Und I appreciate that, bro. No, always, always, bro. Always. There we go. Throw some touchdowns. Okay, auf geht's, let's go. Let's go, baby. Come on. Kann ich später noch? Ja, auf jeden Fall, alle. Ich kriege euch alle noch, auf jeden Fall. Ja, die Jungs sehen echt richtig stabil aus, Mann. Wir haben gerade die Angle-Route gesehen, die wir gecoacht haben da davor. Wir haben Chris seinen Linebacker vernascht. Also es läuft gerade alles nach Plan, Mann. I'm too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Look, papa don't preach, teachers don't teach. Gon' reach, that's facts. I ain't worried about none of that. I'm making that cash stack. Bunch of O's like NASCAR, but it's really more like NASDAQ. Why they thinking that they hot when they really more like quarter on me like a referee. Paying what they'll never be. Small top with a big. Running backs, Alizes Korn hier. Quarterbacks, ihr müsst ein Stück reinrutschen. Quarterbacks zu der Hashmarkierung am besten. Marcel Dabo für die Greedy Challenge. Ich muss jetzt mal aber erstmal sein, dass er es sehen. Ich muss erst mal gucken. Hat der einen damals gemacht? Einen Greedy? War der gut? Der Greedy war gut, aber die Situation nicht. Genau, das habe ich gehört. Okay. Okay. Wir sind drill, raus aus dem Drill. Raus aus dem Drill. Warte! Ey!
Gauss aus dem Drill, Baby! Man connected sogar also mit aus dem Drill. 8,4, 7,9. 8,4, 7,9. Jetzt hintergehst du. Er hat die Situation für Greedy genutzt. Ja, genau. Aus dem Drill raus. Oh! Wir sind jetzt bei der U16, U16 One-on-Ones. Chris ist hier, der hat gemeint seinen Linebacker, ja, sind hier am Start. Aber die Running Backs zeigen jetzt mal richtig, was Sache ist. Habt ihr drauf, habt ihr drauf! Gut, ciao! Bei Hater'm Camp, die machen meine Drills kaputt, die pöbeln rum. Und jetzt raus! Und jetzt raus! Okay, D! Ihr hört ja an der End. War well executed, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Double Move gemacht. Hey. Good job! Yes, sir. Good job! Yes, sir. Get there! Wir sind gerade ein bisschen down, würde ich sagen, im vierten Quarter. Aber die Jungs kämpfen immer noch. Jetzt mal sehen, ob wir dem Play hier einen Touchdown holen können. Danach müssen wir auch mal bei den dicken Jungs vorbei. Meine Jungs, heute in Bayern sagt man Schmankerl. Wie wir performt haben heute. 6 Picks, 5 Picks, 7 Picks, 2 Pick 6. Ich habe Catches gesehen, die ich selber nicht mehr machen würde. Defense heute, das weiß Jacob auch, won the day. Und ich hab's gesagt. Yes, you got the big back mentality. And I love it. I love it. Good job heute. And good job. Ich hoffe, dass ihr das gelernt habt und Spaß dabei hattet. Okay? Ich hab vorhin gesagt, diese Mentalität, die ihr heute an den Tag gelegt habt, that's what football is about. Dass ihr competet, dass ihr Spaß habt, aber trotzdem wir alle eine Family sind. Das ist, was er zeigen wollte und warum wir hier sind. Ich bin echt extrem stolz, besonders diese Gruppe, ja, weil die U16 ist die Gruppe, wo nach der U16 ist die Entscheidung, okay, hey, geht für dich die Reise in die USA, wie sieht's aus, hast du Ambitionen, professionell zu spielen? Und das Level an Competition, das jetzt in der U16 ist, ist, was ich in Deutschland echt nicht erwartet habe. Als ich noch in Deutschland war, da war die U16 die Jungs, die gerade noch Football lernen müssen, ja. Ihr könnt Football, ja. Ihr arbeitet jetzt daran, wirklich besser zu werden und euch zu separieren. Und da habt ihr heute einen riesen Schritt gemacht. Ich appreciate alle, die hier sind. Ich sehe die ganzen Helme, ihr seid echt von weit gekommen teilweise. Ihr habt trotz Regen und Hagel das Ganze durchgezogen, seid besser geworden. Wir haben am Ende noch Urkunden für alle, wir haben noch MVP Awards, das heißt... Big Dogs auf 3, okay? Bring it up, bring it up, bring it up, bring it up! Big Dogs on 3! 1, 2, 3! Big Dogs! Wir bauen jetzt die U19 One-on-Ones auf. Go! Oh! Ja, Mann! Oh, oh, oh.
Bleibt drauf, bleibt drauf. Jetzt! Jetzt! Weiter. Raus, 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 raus! Kommst du so zu Enzo? Guck mal, nee, das ist scheiße. Das scheiße. Okay, okay, okay. Dann mach einfach einen Post. Weißt du, was du brauchst? Ja, ja. Jawohl, da ist er. Oh, danke. Gerne, gerne, gerne. Ey, let's go! Angle Route. Wohin? Links, links und dann wieder rein. Wie schnell bist du denn? Schnell. Okay, gut. Ich muss sagen, Defense, guter Job. Yes, sir. Offense aber auch ein guter Job. Da waren echt ein paar krasse Plays dabei, besonders in den One-on-Ones. Auch nochmal ein großes Shoutout an die ganze Line, O-Line, D-Line. Ihr Jungs habt echt gearbeitet da unten. Natürlich, ja, gib ihr hin. Gib's auf hin. Gib auf. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen fit hier rausgekommen. Viel Glück in eure U19-Season. Die U19-Seasons hast du nicht so viele, also genießt die Zeit. Und abgesehen davon, ich bin impressed. Ich hoffe, wir können es ausbauen. Ich hoffe, wir sehen euch nächstes Jahr wieder. Und let's go, Mann. Ich bin super stolz. Let's go. Let's go. Ja. Ihr wart so coachable. Ja. Und was ich gesehen habe, unglaublich. Defense natürlich, I gotta give him a credit. I gotta give some props. Ich habe euch eine Sache gesagt und boom, pick. This is how it goes. Und deswegen, ich finde es super toll. Und ihr habt alle gezeigt, we got the big dog in the Virginia. Okay, okay. We got the bring it all up, bring it all up, bring it all up. Get your hands up, listen, hey. Man, this Tigers football is family, the community is crazy. Ihr seht Björn, Bader, David, Chris, alle sind am Start. Sogar Dabo ist rausgekommen. Family on three. One, two, three! Family! Hey, 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 als allererstes Mal großen Applaus und vielen Dank an euch alle, dass ihr heute hier wart. Also vielen Dank an grandioses Publikum, grandiose Kinder, grandiose Cheerleader, fantastisch. Und vielen, vielen Dank von uns als
Mitorganisation, an die Gastfreundschaft hier in Ludwigsburg. Nochmal auch ein Danke an die tollen Sponsoren. Viele waren heute da, ihr könnt die Namen hier lesen, sie haben sich präsentiert. Und ich bin sehr stolz, weil wir ja auch heute mit den Tickets auch einen Spendenerlös erzielt haben. Und es sind sensationelle 2.500 Euro an Spenden zusammengekommen. Applaus. Alles Vorbilder für euch, auch für mich. Ich hoffe, dass ich mal da bin, wo die jetzt sind oder mal waren. Deswegen, also steht doch mal hier rüber, dann bin ich schon da. Genau. Nee, super. Also, ihr wisst ganz genau, die Kinder haben feuchte Augen, wenn sie euch sehen. Super gemacht, tolles Vorbild. Vielen, vielen Dank. Und dann ich auch. Ich muss mich hier bei jedem bedanken, der heute hier den Mentor standgehalten hat. Waren Eltern, die stundenlang hierher gefahren sind und ihr Kind ausgehabt haben. Für mich ist es natürlich mit den USA, aber zu sehen, wie sehr diese Football-Family in Deutschland gewachsen ist, berührt mich sehr. Und einfach nochmal vielen Dank dafür. Dankeschön. Nein. Bitteschön. Deine Philipp. So, hat Nummer MVP. Wir hatten zwar nur einen MVP, aber du hast einen guten Job gemacht heute. Good effort. Danke. Alles gut, Bro. Du musst ein Bild mit dem Namen. Danke. Sehr schön. Eric, welche Position? Running back. Running back. Der Ball fertig ist mit dir raus. Sean, für Julius und mich noch, ja? Jakob hat hier ein super Camp gemacht. Wir schauen alle hoch zu ihm. Ich meine, das ist eine Riesensache, gerade für die Kids, auch für Leute wie mich, dass so Leute wie hier Chris, David Bader zum Beispiel da waren. Für die Jugend ist es wichtig zu wissen, wo man herkommt und einfach nicht vergessen, dass man auch mal hier Football gespielt hat. Und deswegen finde ich das so respektabel, was er macht. Und ich hoffe, es gibt noch mehr Camps. Chris meinte, du spielst irgendwie Linebacker auch noch in deiner Freizeit zusätzlich? Nee, Linebacker, nee, Cornerback. Und Cornerback und Safety. Hey, aber Bro, sah gut aus auf Offense. Good job. Congrats. Hey Jakob, einen schönen guten Tag und ich wünsche dir viel Glück bei den Raiders. Ja? Mach so weiter wie bisher und es wird noch ganz groß. Ich zähle auf dich. Tschüss! Ja, ich glaube, ich hör Mambas Stimme sich nähern. Das heißt, wir müssen am Ende sein. Ein letzter Gruß. Ja, wir haben einen langen Tag hier draußen gehabt. Schnee, Sonne, Regen, alles dabei gewesen. Jetzt gucke ich noch. Ich will immer noch mein Autogramm vom Jakob haben. Ich warte den ganzen Tag, nur deshalb bin ich gekommen. Ja. Ich hab, ja. Oh, das macht einen Scheiß. Ja, wir haben jetzt auch. Ja, doch, wo es du, ja. Das haben wir verstärkt. So. Ja. Gute zum Geburtstag und go Raiders. Da lachen die Leimen. Oh! Maschine. Schmeckt. Das Camp ist vorbei. Ich würde sagen, es war ein Erfolg. Wir hatten echt einen Haufen Kids da. Ich bin super proud von der Leistung, die der ganze Coaching-Staff geliefert hat, der Support-Staff und die Kids auf dem Feld. Danke an alle Eltern, die gefahren sind. Leute sind aus Berlin, München und ganz Deutschland gekommen. Es war echt der Hammer. Das Ganze wird nur größer und besser werden. Wir machen das nächstes Jahr wieder. Und bis dahin bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Alright, das war's. Peace.